Und wir freuen uns sehr auf Professor Dr. Manfred Ehlers, schon angesprochen von der Universität in Osnabrück. Jetzt kommen wir zu dem Zusammenschluss. Jetzt schließen wir das zusammen. Geoinformation und der demografische Wandel. Das ist Ihr Beifall, Herr Professor Ehlers. Ja, Herr Häusler, ich kann Sie beruhigen, die Teilhabe am Erwerbsleben bei den niedersächsischen Professoren ist schon vor Jahrzehnten geändert worden. Wir dürfen bis 68 arbeiten, sind also Vorreiter. Aber wir arbeiten ja gerne, wie man das weiß, ist ja auch ein schöner Beruf. Ich möchte ein bisschen mehr auf das Thema Geoinformation dabei eingehen und die Herausforderung, die wir am Anfang gesehen haben, ohne dass wir die Flüchtlingssituation ansprechen wollen. Ja, wir werden halt weniger, älter, bunter, mag sein. Die Alten laufen ja heutzutage rum wie die Jungen und kleiden sich auch schon bei Pimki oder H&M ein, wo sie dann noch die Chance haben, die meisten jungen Leute zu sehen, zumindest die dünnen Mädels. Also älter werden wir auf jeden Fall. So, was heißt das für unser Leben? Was heißt das für die Thematiken, die wir mit dem demografischen Wandel verbinden? Und wir sehen hier eine Vielfalt von thematischen Ebenen, die damit verknüpft sind. Insbesondere die Sozialstrukturen ändern sich, wirtschaftliche Bedingungen ändern sich, wir haben mehr Freizeit, wenn wir pensioniert sind, die Umwelt, Energieversorgung, Verkehr. Ich habe Gott sei Dank einen sehr schönen Vortrag gehört, in dem gesagt worden ist, in 15 Jahren sind 50% der Autos selbststeuernd. Das freut mich natürlich, wenn ich daran denke, wie mein Vater mit 85 noch gefahren ist und meine Mutter neben ihm auf dem Beifahrersitz saß und sagte, Willi, die Ampel ist rot, du musst hier bremsen, weil er nicht mehr ordentlich gucken konnte. So steigen wir dann nur ein und sagen zu Edeka. Ne? Und das freut uns dann. Gesundheit, Bildung und natürlich der ganze Bereich der Migration und die Planungsebenen, die ich dann nochmal an einem Beispiel gesondert behandeln möchte. Geodaten, was ist das alles? Wer bringt uns die Geodaten? Wenn wir richtig planen wollen, müssen wir wissen, was wir wo hinsetzen wollen, was wir wo verändern wollen. Was bedingt dieser demografische Wandel? Die kommen zum einen, das haben wir gehört, aus dem Vermessungs- oder Geodäsie, sagen wir dann wissenschaftlich, aus der Geografie, Kartografie, das sind die Produzenten von Geodaten, die wir dann nutzen können in Umwelt- und Systemwissenschaften zur Analyse und Modellierung und mit den Werkzeugen der Informatik heutzutage bearbeiten. Ich komme ja vom Institut für Geoinformatik und Fernerkundung, also das ist sozusagen die große Klammer Geoinformatik, Geo und Informatik. Wir machen ja alles heutzutage im Rechner. Und das bearbeiten wir dann in Geoinformationssystemen, wo wir die verschiedenen Ebenen, die Informationsebenen zusammenbringen, integrieren und gemeinsam bearbeiten und analysieren können, um eine vernünftige Planung zu erreichen. Und diese Planung kann zum einen hier ein Beispiel, mit aktuellen Geodaten kann ich dann veraltete Karten, die ja nicht so alt sind, unten ist ein Beispiel aus dem Jahre 2006, ein Luftbild und hier 2010 darüber der Plan. Sie sehen also hier ein Neubaugebiet erstellt und wir können dann aus den aktuellen Fernerkundungsdaten die Veränderungen ablesen und sie und unsere Geoinformationsebenen damit aktualisieren. Und wenn Sie jetzt sehen, welche Dinge zurzeit ablaufen in der Fernerkundung, ich bin ja ein alter Fernerkundler, dann sehen wir doch sehr aufregende Sachen, wie zum Beispiel die Entwicklung von Planet Labs, die uns prophezeien, dass sie mit Hunderten von Satelliten in naher Zukunft quasi täglich Daten jedes Punktes auf der Erde bringen können, sofern die Wolkenbedeckung mitspielt. Einsatzfelder gehen aber auch über die zweidimensionale Ebene hinaus. Mehr und mehr sehen wir, wo früher die Architekten ihre kleinen Modellchen gebaut hatten und hingestellt hatten, dann konnte man sich das so angucken, ah, so wird das aussehen, haben sie einen Preis gewonnen und durften ihn bauen und hängen immer noch an der Elbphilharmonie herum. Aber das können wir jetzt alles im Rechner vorher simulieren, dass wir die dreidimensionale Welt virtuell aufbauen, sie dort analysieren, durch sie hindurchgehen können, bis in die Gebäude hinein, mit der Kopplung von GIS und BIMS, Building Information Model, können wir dann quasi innen und außen alles simulieren und angucken, wie das wohl aussehen wird
in der Zukunft, wenn das gebaut worden ist. Bis hin zur Echtzeitüberprüfung von Monitoring von Daten, Verkehrsfluss, Stromversorgung, Wasser, alles das durch Monitoringstationen uns quasi im Rechner zugänglich machen und analysieren, wo muss was getan werden, wo muss was eingespeist werden. Ich glaube, Herr Spöde von der EWE wird da noch einiges zum intelligenten Planung von Stromnetzen sagen können. Hier ist es Verkehrsnetzung, also Modellierung, Überwachung, Monitoring des Verkehrsflusses, was wir auch schon von der Fernerkundungsseite aus mit Echtzeitsystemen machen können. Hier, ich will nur kurz das Bild noch mal zeigen, Herr Häusler hat es schon erwähnt, die Statistiken über leerstehende Wohnungen, hier aber noch mal mit einer Karte dargestellt. Wir sehen hier die Leerstandsstatistik, das können Sie hier nicht lesen, ich habe das auch noch mal für mich vergrößert, meine Augen sind ja auch nicht mehr so gut, und habe dann geguckt, also von weniger als 2%, und Sie haben recht, ne, der Westen ist gut ausgelastet und im Osten über 6% leerstehende Wohnungen in Niedersachsen, und wir können dann auch sehen, wo man jemanden noch ansiedeln kann, wo noch vielleicht Entwicklungspotenzial besteht. Wir müssen aber auch auf den aktuellen Bestand natürlich Rücksicht nehmen. Und das versuchen wir derzeitig in einem von der EU geförderten Projekt durchzuführen. Es nennt sich URBIS, Urban Land Recycling Information Services for Sustainable Cities. Also etwas sperriger Name, aber damit URBIS rauskommt, musste man das so ein bisschen drehen. Was wir zusammen mit Partnern aus der Tschechischen Republik, Frankreich, Italien und Deutschland machen. Und indem wir versuchen, auf der Grundlage von offenen Geodaten Informationen bereitzuhalten im Internet. Die Sorge der EU ist ein zunehmender Flächenverbrauch und Zersiedlung durch den starken Zuzug in die urbanen Gebiete, die dann sich wie ein Pfannkuchen ausbreiten. Was der ländliche Raum verliert, gewinnt das Umfeld bei den Städten dazu. Und der Flächenverbrauch in Europa trotz niedriger Bevölkerungszahlen ist immer noch 800.000 Hektar pro Jahr. Was bedeutet für die EU, dass ihre Umweltziele gefährdet sind, also Bodendiversität, Wasser, Boden und Luftqualität, die Ausweisung von FFH-Gebieten, Natura 2000, Wasserrahmenrichtlinie etc. Das wird alles davon betroffen, wenn dieser Raum, der offene Raum, bebaut wird und damit versiegelt wird. Und das politische Ziel der EU hier, der Kommission, ist, nennen Sie den Zero Net Lake Land Take. Also kein Flächenverbrauch, trotzdem aber Entwicklung. Und wo ist das urbane Entwicklungspotenzial, was dann zu diesem Zero Net Land Take führt? Wir haben zum einen freistehende Flächen, die nicht genutzt werden oder untergenutzt werden, Industriebrachen, Ex-Militär, in Deutschland ja eine sehr starke Bruchhalde für neue Entwicklungen, landwirtschaftliche Flächen, die untergenutzt werden, untergenutzte kommerzielle Flächen oder Brachen und Lücken in der Bebauung, die ja durchaus ein starkes Programm schon besitzen, dass geguckt wird, wo sind Baulücken vorhanden, die wir noch bebauen können. Und hier suchen wir in unserem Projekt nach sogenannten PDAs oder PDAs, also Potential Development Areas, potenzielle Entwicklungsflächen, die wir eben auf der einen Seite sogenannten Brownfields, also hier das, was ich eben gezeigt hatte, und auf der anderen Seite sonstige Flächen, eben untergenutzte Flächen, die in einer stärkeren Nutzung durchaus was anderes freimachen können. Und die Ziele von URBIS in diesem Projekt auf der Grundlage eben von normalerweise offenen Daten, das widerspricht gleich etwas, was ganz unten steht, aber offene Geodaten, die frei verfügbar sind, auf dieser Grundannahme eben, der Grundlage freie Geodaten, ein europaweites Planungssystem zur Entwicklung und Revitalisierung dieser ungenutzten oder untergenutzten Flächen zu erzeugen. Mit einer großmöglichsten Einbeziehung von allen Nutzergruppen und einer Entwicklung zur Methodik. Das ist ja Europa nicht immer ganz gleich, was die einen so bezeichnen, bezeichnen die anderen so. Und dass man das harmonisiert, integriert und darstellt.
Die Grundlagen bildet der offene Copernicus Urban Atlas, früher GMES, jetzt Copernicus. Und dann kommen Spots, Satellitenbilder. Wir haben einen französischen Partner, da muss man immer Spot-Daten dabei haben, das geht nicht anders. Das sind natürlich keine offenen Daten. Aber wir hoffen in der Zukunft mit den Sentinel-Missionen dann auch offene Geodaten zur Verfügung zu haben, die wir dann in das Konzept einbinden können. Und andere offene Datenbestände, wie zum Beispiel OpenStreetMap-Daten. Der Urban Atlas beruht also auf der Open Data Strategy der EU. Das ist für ganz Europa vorhanden, für das Monitoring von Landbedeckung und Landnutzung. Und dient als Grundlage für die Planung mit dem Nullflächenverbrauch. Und habe da ein kleines Filmchen eingebunden, was noch unter GMES gelaufen war und von der DLR produziert worden ist. Der Text kann ich nicht schneller machen. Das ist für alte Leute, die etwas langsamer lesen, ist das genug nachvollziehbar, was jetzt hier erscheint. Und das ist auf der Basis von hochauflösenden Satellitendaten, im Wesentlichen Spotdaten, erzeugt worden. Und das sind ausgewiesene urbane Zentren der EU. Hier mal der Großraum Madrid dargestellt in den Veränderungen über die Jahre hinweg. Das ist die sogenannte Larger Urban Zone. Und die Bebauung in dieser oder die Versiegelung in dieser Zone, die etwa 70 Kilometer breit ist, im Jahre 1990 sehen Sie hier die urbanen Flächen. 10 Jahre später breitet sich das aus und nochmal 10 Jahre später. Es wird also quasi alle 10 Jahre abgedatet für jede dieser ausgewiesenen urbanen Flächen. Und ich kann mir dann im Internet angeben lassen, wie die Bevölkerungsdichte ist, also gelb 10.000, dann in orange 20.000 Einwohner pro Quadratkilometer, 30.000 in rot und lila 40.000, sodass ich also auch mit der Farbe und der Lokation arbeiten kann und das für die jetzt vorhandenen urbanen Zonen in Europa, die Larger Urban Zones, die werden jetzt sukzessive ergänzt durch kleinere urbane Zonen, wo auch unser Testgebiet Osnabrück drin ist. Klar wollen wir ein Testgebiet Osnabrück haben. Das war aber noch nicht drin in dem 2010er Atlas. Wir haben aber jetzt dafür gesorgt, dass es auch mit drin ist. Und wir können also dann hier uns das angucken, hineinzoomen und die Informationen aus dem Urban Atlas abrufen. Und das sieht dann, wenn Sie das Internet anklicken, Urban Atlas for Europe, das sieht dann so aus. Und dann können Sie hier reingehen und ins Ruhrgebiet gehen und da können Sie sich dann auch die Landnutzung des Ruhrgebietes nochmal deutlich angucken. Und das ist herausgegeben worden von der Europäischen Umweltagentur im Jahre 2011. Mit diesen frei verfügbaren Daten, auf dieser Grundlage arbeiten wir, um den Urbis-Informationsdienst zu erstellen mit Open Source und Software und Open Geodaten. Und Sie sehen hier, wir haben also drei verschiedene Informationsebenen. Einmal die Green Layer, das sind im Wesentlichen Baulücken und Grünflächen in urbanen Strukturen, die potenziell noch bebaut werden können, beziehungsweise nicht bebaut werden sollten. Also gleich eine Ebene, thematische Ebene mit drangehängt. Der Gray Layer, also die ehemals genutzten Flächen und Brachflächen, die zur Verfügung stehen, die entwickelt werden können. Und dann das Monitoring von urbanen und suburbanen Flächen im breiteren Kontext wird dort mit eingebunden. Wir haben ein Projekt angefangen vor einem Jahr und die Bereiche, was bisher vorliegt, ist eine Statusanalyse fürs Jahr 2012, Veränderungen von 2006 bis 2012 und eine thematische abgeleitete Analyse, die auf der Grundlage von Nutzerbefragungen erstellt worden ist. Wir haben drei Testregionen, für die es entwickelt worden ist. Die Mährisch-Schlesische Region in Tschechien, Amiens, Großraum Amiens in Frankreich und Osnabrück, wo wir eng mit der Stadt Osnabrück zusammenarbeiten und deren Daten, wie hier dargezeigt, in unser System eingebunden haben. Und Sie sehen hier den Graulayer, das sind die Grauflächen, der Graylayer, der also entwickelt werden kann, im Wesentlichen Industriebrachen und Militär. Und die Grünflächen hier, das sind diese Grünen, die dann
alle, die dann analysiert werden können und angesehen werden können, die wir dann als Service bereitstellen. Ein Ergebnis können wir zeigen mit der Analyse des Versiegelungsgrades. Das kommt aus dem Copernicus-Layer des Versiegelungsgrades für Europa mit 20 Meter Pixelgröße. Und wir haben hier das Ganze aktualisiert mit 5 Meter Pixelgröße, also sehr viel genauer, sehr viel besser und akkurater eingebunden, dass man dort auch besser sehen kann und schärfer sehen kann, was man entwickeln kann und wo man was machen kann. Wir koppeln das mit, wir können Abrisskosten schätzen für Gebäude, die da stehen. Wir koppeln das mit den Laserscanning-Daten aus dem Jahre 2011 und die nächsten, die kommen werden, also Gebäudeabschätzung oder Gebäudedetektion und Volumenabschätzung, was mag es kosten. Wir können Streetfotos einbinden, die die Stadt Osnabrück interessanterweise aufgenommen hat, was keiner von uns wusste. Wir sind also mit eingebunden, dass man das gleich sehen kann. Und für größere Gebiete können wir also auch soziale Netzwerkaktivitäten, Flickr, Instagram, Twitter und sowas mit einbinden, um zu sehen, wo ist eine dichtere Bevölkerung tagsüber, abends, nachts. Das kann man dann alles hier abschätzen, wenn man diese Daten zur Verfügung hat. Ja, das ist nur ein kleiner Ausblick in das, was man mit Geodaten alles machen kann. Wenn ich da in meine Wahrsagekugel hineingucke, ich glaube, das Themenfeld ist riesig groß. Ich habe da nur ein klein bisschen in diesem Impulsvortrag hineingesetzt. Es hat also nichts mit drei Fragezeichen zu tun, der berühmten Sendung, sondern vielleicht eher drei Ausrufezeichen. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.